Willkommen zurück zu Mario Kart Wii, liebe Leute. Und wir haben im letzten Part einen neuen Fahrer freigespielt, und zwar Rosalina. Fragt mich nicht, wie man sie genau freischaltet, ob es durch Expertengeister funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert, wenn man einen Super Mario Galaxy Spielstand hat. Was mich jetzt ein bisschen wundert, weil ich mit diesem Profil, also mit diesem Mii, den ich für dieses Profil gewählt habe, keinen Galaxy-Spielstand habe. Also wir müssen irgendwas anderes gemacht haben. Ich denke mal, es liegt an Zeitfahren. Also vier Expertengeister freischalten, um Rosalina eben zu erhalten. Das ist auch Let's wunderbar, dass wir Rosalina haben, denn das ist eine sehr gute Fahrerin. Und yes, wir haben außerdem Funky freigeschaltet. Meinen Hauptfahrer, das heißt, im Online-Modus können wir jetzt rocken. Aber für diesen Part bleiben wir dann im Einspieler-Modus und machen mal wieder einen Grand Prix, denn wir möchten sie ja irgendwie möglichst schnell dann auch durchhaben. 50 cc. Und wir wählen Rosalina jetzt, wo wir sie freigeschaltet haben. Mit dem Maxi-Kart. Ja, ich werde bei den Karts eigentlich immer bei den ja, klassischen bleiben. Also Maxi-Kart, Midi-Kart und Mini-Kart müsste das dann bei den Leichtgewichten heißen, wenn ich denn mal ein Leichtgewicht nehme. Der Blumen Cup steht für heute an. Und ich nehme es gleich vorweg, der Blumen Cup ist einer meiner persönlichen Hasscups. Die Strecken dort finde ich ziemlich schlecht und ich mag sie nicht und sie liegen mir auch nicht sonderlich. Marios Piste ist noch okay, ist die beste von allen. Aber was dann später noch kommt, gefällt mir nicht. So Varios Goldmine und so ein Kram. Nee. Ist nicht so meins. So, wir sind dann direkt mal auf Platz 1. Und es ist jetzt eine totale Umstellung, wieder mit einem Kart zu fahren. Und Items braucht man nicht. Nö, wozu auch? Items sind total doof. Items wollen wir nicht. Okay, das wird heute wieder eine ganz lustige Angelegenheit. Und ja, kommen wir dann zur Strecke. Ich habe ja gesagt, ich möchte dann zu jeder Strecke ein bisschen was sagen. Upp, das war gefährlich. Marios Piste ist eine neue Strecke. Es gibt in jedem MKW-Spiel eine neue Strecke. Eine neue Marius-Piste-Strecke. Das habe ich aus Versehen losgelassen, egal. Ist jetzt auch nicht so das Problem, weil Baby Peach eben doch ein bisschen weit. Ist es Peach? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Zweitplatzierte liegt in jedem Fall ziemlich weit zurück. Gibt es überhaupt Baby Peach? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ja, ich finde die Strecke ehrlich gesagt ein bisschen einfallslos. Es macht sicherlich Spaß, sie zu fahren. Ist ganz lustig, aber ja. Sie macht jetzt nicht so unendlich viel her. Ist okay, sie gehört eher zu den leichten Strecken, wird deswegen eher von schlechteren Spielern genommen, aber sie wird eigentlich im Online-Modus kaum gewählt, was ich ein bisschen schade finde. Sie mag zwar nicht das Gelbe vom Ei sein, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass man sich total ärgert, wenn sie drankommt. Ich finde sowieso alle Marios-Piste-Strecken, alle Pisten von Mario, keine Ahnung, wie ich den Satz jetzt anfangen soll. Finde ich eigentlich schon ganz gut. Und da muss ich die Entwickler mal wirklich loben. Da haben sie tatsächlich gute Strecken gewählt. Die Streckenauswahl finde ich nicht immer gelungen in MKW. Aber zum Großteil finde ich sie doch ganz okay. In Mario Kart 7 ist es dann wieder eine ganz andere Geschichte. Aber vermutlich habe ich das schon in einem Part behandelt. In einem Online-Part, den ich jetzt noch nicht aufgenommen habe, aber der vermutlich schon hochgeladen ist. Außerdem gibt es einen Glitch. Und zwar an dieser Stelle hier irgendwo kann man mit einem Pilz mal eben. Ja, im Prinzip eine ganze Runde abkürzen, was natürlich beim Zeitfahren sich dann widerspiegelt. Werde ich in jedem Fall versuchen, wenn wir die Strecke dann im Zeitfahren machen. Und das ist ein, ja, Glitch, auf den man tatsächlich kommen kann, aber manchmal frage ich mich wirklich, wer auf diese Glitch kommt. Denn, also man muss ja wirklich im Prinzip an jeder Stelle des Spiels willkürlich irgendwie boosten und Pilze einsetzen, um zu gucken, passiert da jetzt irgendwas, kann man da irgendwie abkürzen. Genauso ist es ja mit dem Glitch auf Vulkangrollen, aber da werde ich dann was zu sagen, wenn wir das dann tatsächlich, wenn wir dann bei der Strecke angelangt sind. Die Kokospromenade, auch sie hat einen. Ah, das war blöd. Da wollte ich den Boost am Geländer nehmen. Aber es sollte jetzt gerade halt nicht sein. Keine Ahnung, hat jetzt nicht geklappt. Habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich viel ausprobiert. Ich habe es nur in Zeitfahr-Let's Play von MK, von Sozi gesehen. MK Jack ist sein Mario Kart Wii-Profil.
deswegen komme ich da etwas durcheinander, weil ich den eben auch sehr oft sehe, weil er zum Beispiel in Herring's Way MKV Let's Play sehr oft dabei ist. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ist das wirklich beste Let's Play, nicht nur zu Mario Kart Wii, sondern allgemein, das ich jemals gesehen habe. Wirklich, muss ich sagen, da kann auch ein gewisser Gronkh mit Minecraft, meiner Meinung nach, da müsst ihr mir jetzt nicht zustimmen, aber meiner Meinung nach kann da selbst ein Gronkh mit Minecraft, was ich jetzt auch nicht wirklich gucke, nicht drankommen. Und ja, Gronkh wird ja immer als bester Let's Player geahndet. Sehe ich persönlich nicht so, ich finde, dass Herring's Way, für mich ist Herring's Way der wirklich beste Let's Player überhaupt. Und der halt hat auch so seine Eigenart. Der lädt zum Beispiel sehr unregelmäßig hoch, hat 2500 Abonnenten. Und er hätte wirklich 10.000, 20.000, wenn er einfach einen großen Let's Player kennen würde. Aber sieht man auch an seiner Partnerbox. Da ist niemand wirklich Prominentes drin. Und da hat ja manch einer Glück gehabt. Wenn man jetzt mit einem großen Let's Player befreundet ist, dann ist es natürlich klar, dass der einen promotet. Und dann ist es natürlich auch leicht, auf viele Abonnenten zu kommen. Das war jetzt gerade schlecht, aber gut. Ja, kommen wir mal ein bisschen zur Kokospromenade. Habe ich noch nichts zu erzählt. Ist, finde ich, eine sehr schöne neue Strecke. Da hat man sich viel Mühe mitgegeben, glaube ich. Und auch hier gibt es einen furiosen Glitch, der einem also auch gestattet, dann zwei Runden abzukürzen. Der ist verdammt schwer, werde ich nicht schaffen. Ich werde es auch gar nicht erst versuchen. So, jetzt habe ich es tatsächlich mal gepackt. Hat irgendwie was mit dem Geländer zu tun und dass man sich da an einer bestimmten Stelle irgendwie hochboosten muss und dann landet man auf einmal unter dem Einkaufszentrum, wo dann alles auch mehr oder weniger schwarz ist, und wenn man da dann irgendwo bestimmt langfährt, dann kann man die Runden ganz schnell abkürzen. Dann braucht man also irgendwie 30 Sekunden für die gesamte Strecke. Wer auf diesen Glitch gekommen ist und wie viel RL der hat, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Okay, den will ich dodgen. Ah, scheiße. Okay, hat nicht geklappt. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir auch den ersten Platz machen. Noch ein blauer Panzer und wir sind, glaube ich, weg vom Fenster. Wenn ich das so richtig sehe, weil ich auch keinen Pilz bekommen habe. Gut, bekommt man natürlich auch sehr selten auf 1. Das war scheiße. Geh weg. Na also, ja, ansonsten ist es eine sehr schöne Strecke, hat ein paar Abkürzungen, ist nicht ganz einfach zu fahren von den Items her, die sind gut platziert. Ist eine rundum schöne Strecke, muss ich wirklich sagen, gehört zu meinen Lieblingsstrecken. Ich habe sie früher gehasst, weil ich einfach noch sehr, sehr schlecht war in dem Spiel. Aber mittlerweile muss ich sagen, echt Hut ab vor den Entwicklern, da haben sie wirklich mal eine sehr schöne Strecke designt. Es ist ja auch in gewisser Art und Weise so ein Hin und Her, was mit den Strecken angeht. Also bei ein paar Strecken denke ich mir, wow, die ist echt klasse gelungen. Und wow, die fand ich schon damals richtig cool. Gut so. Gut, wird's ein bisschen spannender. Aber dann werden es natürlich keine drei Sterne, wenn spannend wird. So, mein Item. Bei manchen Strecken denke ich mir echt, also die ist doch total scheiße. Kann jeder, denke ich mal, sehen, wie er will. Aber ich finde das sehr gespalten, was die Streckenauswahl angeht. Naja, muss jeder sich, denke ich, selbst eine Meinung zu bilden. Ich weiß nicht, kriegt man die Abkürzung hin? Auf 50 Kubik, ich glaube, man bekommt sie nicht hin. Ich fahre einfach mal außen. Ich glaube jetzt nicht, dass mich das mal einen Sieg kosten wird. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Streckenauswahl fandet und vielleicht auch, welche Strecke ihr euch denn wünschen würdet für Mario Kart 7. Ein paar sind ja bereits bestätigt. So, die habe ich jetzt richtig scheiße genommen, die Kurve. Zum Beispiel Pilzschlucht, worüber ich sehr verärgert war, und man hat schon ein paar aus neuen Sachen gesehen. Ich würde mir zum Beispiel unbedingt Tic-Tac-Trauma wünschen. Ach so, Waluigi Flipper ist zum Beispiel auch bestätigt, hat man schon ein paar Ausschnitte gesehen, finde ich auch cool, habe die Strecke früher gemocht. Auch wenn sie jetzt nicht wirklich leicht war, war schon sehr schwer zu fahren. Cool. Das war jetzt gerade doof. Ich würde mir Tic-Tac-Trauma wünschen. Ich fand die Strecke einfach cool und ich mochte die, also seit ich
Super Mario 64 gespielt habe, das Tic-Tac-Trauma einfach was mich immer fasziniert hat und was ich wirklich einfach cool fand. Schon den Level in Super Mario 64 und auch aus dem Ableger New Super Mario 64 oder wie es hieß für den DS oder Super Mario 64 DS, ich weiß nicht genau wie das Spiel hieß, hat mich damals schon sehr fasziniert und ich fand die Strecke auf Mario Kart Wii einfach nur cool. Ich muss allerdings auch dazu sagen, das ist die allererste Mario Kart Strecke war, die ich jemals gefahren bin. Denn das war damals bei einem Freund, der hatte ein DS ganz neu und das war sein allererstes Spiel und er hatte das schon irgendwie ein paar Tage und dann war ich bei ihm spielen und ja, dann hat er mir das gezeigt und dann wollte ich das auch mal fahren und letzten Endes hat mich dieser Freund auch dazu motiviert, mir selbst ein DS zu kaufen. War damals verdammt viel Geld, für mich ist es auch heute noch, aber wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 11 oder 12, als ich mir den DS geholt habe. Ich habe doch geschüttelt. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Zickt ja gerade ein bisschen. Naja, okay. Aber ja, da war Tic-Tac-Trauma dann die allererste Strecke, die ich selbst persönlich gefahren bin im Versus-Rennen. Versus war früher auch ein Wort, wo man unglaublich viele Witze drüber machen konnte, aber ist an dieser Stelle nicht das Niveau, auf das ich hinaus möchte. So, diesmal aber ausgewichen und jetzt habe ich nichts zur DK-Schikane gesagt. Ist an sich eine schöne Strecke, muss ich sagen. Was mich persönlich ein bisschen an ihr aufregt, ist, dass sie sich doch sehr stark mit DK Bergland ähnelt. Denn seien wir doch mal ehrlich, man fährt um eine Kurve ganz am Anfang, man fährt eine gerade Strecke, dann geht es um die Kurve, dann kommt eine Kanone, die einen nach oben schießt und dann fährt man den Berg einfach runter und es gibt eine Abkürzung. Und man hat zum Teil eben diese Halfpipes, sag ich mal, also diese blauen Beschleunigungsstreifen an dem Ende der Strecke. Ist genau gleich bei beiden Strecken. Finde ich persönlich ein bisschen lame, aber ansonsten ist DK Schikane eine, wie ich finde, sehr schöne Strecke. Früher konnte ich sie überhaupt nicht fahren, aber hat sich gebessert und ja, ist nett geworden. Lässt sich nicht anders sagen. Ist auch eine Könnerstrecke, würde ich sagen. Also Items sind ja nicht unbedingt rar, aber es gibt jetzt nicht so viele Itemstellen. Und wenn man da wirklich vorne landen möchte, ich fahre auch gerade wieder eine Wurzel zusammen, da muss man schon ziemlich gut sein, da muss man das ungefähr wissen, wo man wie fahren sollte, man muss die Ideallinie kennen und es ist eben nicht so einfach, sich damit Items nach vorne zu katapultieren, weil es eben auch keine Möglichkeit im Prinzip gibt, Pilze oder so richtig einzusetzen. Ich finde auch das Wortspiel lustig, die DK-Schikane. Naja, ich fahre Wurzel. Gut. Nächste Strecke hier ist Varios Goldmine. Das ist eine interessante Strecke, die auch sie ist sehr schwierig, gehört zu den schwierigsten Strecken in Mario Kart Wii, würde ich mal behaupten. Sie ist sehr schön designt, das gefällt mir sehr gut. Sie ist vor allen Dingen sehr schwierig, aber ich persönlich fahre sie jetzt nicht so gerne. Und ich habe so meine Stellen, mit denen ich nur nicht so gut zurechtkomme. Ich kann euch mal sagen, wenn wir da sind. Hier zum Beispiel, da versäume ich oft diesen Beschleuniger, den man einfach nehmen sollte, um noch ein bisschen schneller zu sein. Und diese Stelle hier, die hasse ich, die jetzt hier kommt. Denn hier fahre ich so oft den Drift und fahre hier dann so oft ins Aus, dass ich mittlerweile da schon gar nicht mehr versuche, den Turbo zu zünden, den Mini-Turbo. Gerade wenn ich eben im Online-Modus bin, mit Funky 150 CCM unterwegs bin und da eben halt ein paar bessere Spieler drin sind als diese tollen CPUs, die sicherlich... Das war dumm, aber da habe ich auch an der Stelle nicht dran gedacht, dass man da gar nicht ran kann. Okay, das war jetzt auch dumm, weil der Wagen da kam. Und naja, das versaut es mir da manchmal auch so ein bisschen, was die Platzierung angeht, weil ich diese Strecke eben halt nicht so wirklich hundertprozentig gut fahre. Den kann ich hier an keiner Stelle dodgen, da bietet sich nicht die Gelegenheit. Ich wurde auch gefragt, was ich mit dodgen meine, das heißt einfach abwehren. Ja, man erfindet da halt ein eigenes Wort für. Ist eben so, keine Ahnung. So, okay. Ich fahre wieder Wurzel und es wundert mich eigentlich. Gut, sie sind relativ dicht dran, da zwei Computerspieler, Cooper und Peach. Aber es wundert mich dann doch, dass ich hier noch so schön meinen ersten Platz halten kann.
Es kommt garantiert noch ein blauer Panzer und wenn jetzt noch ein Powerblock kommt, dann sprechen sie sich echt ab. Na, es wundert mich aber, dass ich mit blauen Panzern heute ziemlich verschont bleibe. Brauche ich nicht, okay. Und ja, also was soll man noch großartig zur Strecke sagen? Ist schön designt, gefällt mir und 1A. Das ist wieder eine von diesen Strecken, neuen Strecken, wo man sich sagt, hey, da haben sich die Entwickler ja richtig Mühe mitgegeben. Ich finde, das merkt man auch. Okay, 60 Punkte haben wir auch in diesem Cup errungen und dann schauen wir doch mal auf die Sternplatzierung. Ich tippe mal auf 2 Sterne, weil ich eben doch in Varus Gölmin ein paar Mal angeeckt bin. In DK Schikane, da bin ich einmal gegen den Ski- oder Snowboardfahrer gefahren. Gab schon so ein paar Unsicherheiten und deswegen würde ich mal auf 2 Sterne tippen. Ja, okay, das war wie erwartet. Und im nächsten Part von Mario Kart Wii, hey, wir haben den Sternkampf 50CM freigespielt. Das ist ja grandios. Im nächsten Part werden wir dann voraussichtlich wieder online sein. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn dem so war, freue ich mich, wenn ihr ein bisschen kommentiert. Wenn ihr vielleicht auch euch kritisch mit dem auseinandersetzt, was ich hier sage, mir ein Feedback gebt, wie es war. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, um eben immer über den aktuellen Stand der Dinge Bescheid zu wissen. Ich war der Philipp und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Mario Kart Video. Ich sage tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.